Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man denn die drei logischen Schaltungen in Minecraft baut. Das ist dann einmal die logische Oder-Schaltung, die logische Und-Schaltung und die logische Nicht-Schaltung. Wir fangen jetzt erstmal an bei der leichtesten. Und zwar sehen wir hier, das Redstone-Signal ist an, doch die Lampe ist aus. Das heißt, wir müssen es ausstellen, rein theoretisch, damit es angeht. Weil dieses Redstone-Signal diese Redstone-Fackel unterbricht. Das heißt, wenn wir jetzt das Redstone-Signal ausschalten, geht die Fackel wieder an und powert dann die Redstone-Lampe. Okay, also. Ganz einfach. Und ja, wir gehen jetzt zur logischen Und-Schaltung. Die ist dann ein bisschen komplexer. Also, wir haben hier zwei Hebel. Wenn man den einen aktiviert, geht das Licht noch nicht an. Aber wenn man den anderen noch dazu aktiviert, geht das Licht an. Das heißt, wenn ich den einen ausmache, geht es wieder aus. Und wenn ich wieder beide anmache, geht es wieder an. Das ist eigentlich wie die Nichtschaltung, nur halt umgekehrt. Ja. Eine doppelte Nichtschaltung eigentlich. Und zwar hier wieder das gepowerte Redstone-Signal. Hier die Redstone-Fackel, die dann aus ist. Also müsste eigentlich jetzt schon die Lampe an sein. Aber wir kehren das nochmal um mit einer weiteren Redstone-Fackel. Was dann natürlich an ist, weil die da aus ist. Und das powert dann die Lampe hier. Gut. Verstanden? Hoffentlich. Wenn nicht, dann könnt ihr ruhig nochmal zurückspulen. Und ja, wir gehen jetzt erstmal weiter zur nächsten Schaltung. Und zwar ist das die logische Oder-Schaltung. Die ist eigentlich auch ziemlich einfach. Ich zeige erstmal, wie die aufgebaut ist. Wir haben hier zwei Hebel. Die führen dann ineinander. Also das Redstone führt ineinander. Das heißt, dass die beide dasselbe powern. Also ist es egal, welchen man anmacht. Jetzt sind beide aktiv. Also müssen wir einen. Warte. So. Wenn wir einen. Ich habe das jetzt falsch gebaut. Ihr müsst euch vorstellen, dass das jetzt an ist und das ja das Redstone hier aus ist. Und zwar wäre das dann. Genau. Dann wäre das. Scharf. Also. Wenn man jetzt 1 drückt, geht das Redstone-Signal hier hinten aus. Ah, ich weiß, wo der Fehler liegt. Und zwar. Brauche ich hier noch sowas? Scheiße. Richtig kacke. So. Jetzt. Naja. Jetzt müsste es klappen. Einer an. Der andere auch. Ich kann den einen ausmachen. So. Funktioniert bei beiden. So. Naja. Also hier, das Redstone führt ineinander in die erste Redstone-Fackel. Die ist aus. Das heißt, die powert nicht diese. Die ist aber dann an. Und die powert dann die Redstone-Lampe. Ja, und ich denke, das war's eigentlich schon. Ich zeige euch nochmal kurz die einzelnen Schaltungen von der Seite, damit ihr vielleicht das, wenn ihr das gerade braucht, einfach mal pausieren könnt und das halt abbauen könnt. Oder ja, kopieren könnt. Hier einmal die Nichtschaltung. Jetzt pausieren, wenn ihr es braucht. Dann hier die Unschaltung. Ich kann es auch nochmal von oben zeigen. So. Und hier dann nochmal die Oder-Schaltung. So. Das war's, glaube ich, auch schon mal. Wenn ihr noch was anderes braucht, schreibt es ruhig in die Kommentare.
Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, dann klickt unten rechts in den Kreis. Da werdet ihr direkt, also da könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Und oben links seht ihr mein letztes Video. Das war auch Minecraft. Und ja, da habe ich, glaube ich, gezeigt, wie man eine Redstone-TNT-Kanone baut. Könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ciao!